Was du jetzt auf keinen Fall tun solltest, das werden wir gleich erfahren in der Botschaft von den Lyrianern. Und wer die Lyrianer sind, werde ich euch auch gleich erklären. Dazu habe ich im Hintergrund schon mal die Milchstraße eingeblendet, sodass wir einen Bezug bekommen zu dem Universum, zu der Galaxie, zu diesem riesengroßen Feld, in welchem die Erde auch sich befindet. Ja, also Lyra. Oder auch Leier ist ein Sternenbild. Und man sagt, dass auf der Lyra die menschliche Rasse vor 40 Millionen Jahren begründet wurde, erschaffen wurde, dass dort der ursprüngliche Platz der Menschen ist. Und von dort aus wurden dann Wohnplaneten gesucht, damit die menschliche Rasse einen richtig guten ja, einen Heimatplaneten findet und letztendlich ist es die Erde geworden. Jetzt sind die Lyrianer dadurch sehr nah den Menschen zugewandt. Sie kennen sozusagen die ganze Geschichte der Menschheit und haben sehr viel Wissen und ein tiefes Verständnis für das Denken von uns. Und deswegen ist es äußerst wichtig zu hören, was sie uns zu sagen haben, denn auch sie beobachten ja die Geschehnisse auf der Erde und haben eine Meinung dazu. Und durch diese große Weisheit, was die Lyrianer haben, verstehen sie die Zusammenhänge ganz anders und können uns dadurch sehr unterstützen. Und es ist heute ein Debüt. Ich habe also die Lyrianer noch nie öffentlich gechannelt. Und ich bin auch schon aufgeregt, ihr hört es an meinen kleinen Stotterfehlern. Ja, also die Lyrianer, sie gehören auch zu dem Galaktischen Rat der Konföderation dazu. Dazu gehören auch noch die Plejade oder die Arcturianer. Und die Lyrianer sind also, wie gesagt, ein Teil, aber wir werden heute jetzt nicht mit der Galaktischen Föderation sprechen, sondern tatsächlich ganz direkt mit den Lyrianern. Und man sagt auch, dass die Lyrianer den Elohim gleichzuschreiben sind. Und die Elohim sind ja eine große Engelgruppe, welche zu den Schöpferengeln dazugehört. Und auch eine sehr große Weisheit besitzen. Und das alles schon seit 40 Millionen Jahren. Äußerst spannend und äußerst wichtig, jetzt mit diesen Wesen in Verbindung zu treten. Und ich bin schon so gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Also das Sternenbild der Leier, das könnt ihr euch ja mal googeln, mal gucken, wie das so aussieht. Das ist jetzt die Grundlage von der Energie, die wir jetzt gleich erhalten werden. Damals lebten die Menschen auf der Leier oder auf Lyra in der Landwirtschaft, in Gruppen, in der Fülle. Sie waren richtig glücklich und es gab nur Frieden. Und diese Energie ist wichtig für uns, dass wir die auch wieder mal bekommen, und zwar von unserem Ursprung her. Das finde ich also sehr bedeutsam und die wird auch diese Energie jetzt während dem Channeling mit zu uns einfließen und uns berühren. Die Lyrianer, wenn man die betrachtet mit dem dritten Auge oder sie werden beschrieben, dass sie so einen nordischen Einschlag haben, so wie die Menschen, die bei uns im Norden leben, so ähnlich sehen diese Wesen oder sahen die früher aus. Jetzt im Moment nehme ich sie nur als helle Lichtgestalten wahr, aber sie haben einfach, wenn man dazu ein Bild braucht, sollte man dann dieses nehmen. Sie haben ein großes Verständnis für unsere menschlichen Gedanken, für unsere menschlichen Nöte, weil sie uns eben so sehr gut kennen und dadurch dann auch die passenden Antworten haben und die Unterstützung uns geben können. Also total wertvolle Botschaften. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie, sag ich mal, zu allen Menschen sprechen. Das ist jetzt der Anfang. Ich denke, das wird sich
nachdem ich dieses Channeling gegeben habe, dann noch mehr entwickeln, je nachdem, wie oft ihr jetzt das Video anschaut, wie viele Leute sich dafür interessieren, ist es möglich, dass also diese Botschaften von Lyra durch mich noch öfters auf die Erde gebracht werden. Es ist total spannend und ich freue mich natürlich sehr darauf, was da jetzt alles geschieht. Die Lyrianer haben ja auch eine große Affinität zur Geschichte und zu der Herkunft, weil ja, wie gesagt, die menschliche Rasse auf dem Planeten Lyra das erste Mal angesiedelt wurde oder erschaffen wurde, könnte man auch sagen. Und diese Affinität nutzt uns sehr, auch wenn es darum geht, über unsere Herkunft mehr zu erfahren. Und ja, so die große Unterstützung für den menschlichen Geist zu bekommen. Jetzt ist es ja so, wir leben in einer echt aufregenden Zeit. Ihr wisst es selbst, es ist der große Umbruch. Und wie wir uns in dieser Zeit verhalten sollen oder wie wir am besten durch diese Zeit durchkommen, das habe ich die Lyrianer gefragt und das werden sie uns auch erklären. Einfach mit dem Verständnis, dass sie uns ja schon ewig kennen, unsere Rasse ihnen so vertraut ist, man kann dazu sich so auch ein Bild machen. Die Außerirdischen von Lyra betrachten uns, wie wenn sie selbst die Eltern sind und wir deren Kinder. Und die Lyrianer gehören natürlich auch zu den positiven, zu den guten Außerirdischen, sonst würde ich die natürlich nicht channeln, logischerweise. Aber ihr sollt das alles wissen. Also sie betrachten uns praktisch wie ihre Kinder, die sie unterstützen und lehren, durch diese Zeit hindurchzukommen. Und da es besonders kritisch im Moment ist, sind sie jetzt für uns da und möchten dann auch die Energien senden, die uns sehr aufbauen und weiterbringen werden. Ich finde es ein schönes Gefühl, dass man da auch noch mal so sehr unterstützt wird. Und unser menschliches Gehirn ist ja sehr begrenzt. Noch dazu benutzen wir nur 5%. Ich meine, da kann ja nicht so viel dabei herauskommen. Deswegen ist es richtig gut, mit einem großen entwickelten Wesen, Lichtwesen oder mit mehreren jetzt bei uns heute in diesem Fall zusammenzukommen, welche uns Klarheit und Kraft geben und das Gefühl geben, dass wir weiterkommen, dass wir gut weiterkommen und vor allen Dingen, wie wir weiterkommen und vor allen Dingen, was wir auf keinen Fall tun sollten. Ja, und jetzt bin ich schon so sehr gespannt auf dieses Channeling und ich wünsche euch auch ganz viel Vergnügen dabei, ganz viel Freude und Kraft. Ich habe keine Ahnung, was sie uns sagen werden und bin dementsprechend auch sehr neugierig. Jetzt will ich mal gucken, was nehmen wir denn für ein. Nehmen wir erstmal die 9 und 9, dann nehmen wir das Smarana und das Ursprungslicht. Ich finde, das Ursprungslicht ist jetzt besonders wichtig, weil ja es praktisch um die Herkunft, den Ursprung der Menschheit sozusagen geht, wie es ja in der Geschichte der Galaxien des Universums beschrieben ist. Ich bitte um Schutz für meinen Kanal und für Schutz für jeden Menschen, der heute hier anwesend ist und zuhört. Ich bitte um Schutz für alle Menschen. Und ich bitte darum, dass nur die reinsten, göttlichsten, liebevollsten Botschaften zu uns fließen werden. Und so verbinde ich mich jetzt mit Lyra. Wir begrüßen euch, liebe Menschen. Wir sind die Abgeordneten von Lyra. Und wir stehen euch sehr nahe. Zusammen mit weiteren Wesen des Universums beobachten wir,
das, was auf der Erde geschieht. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir zu euch sprechen. Es ist ein besonderer Zeitpunkt, denn wir tun dies oder wir taten dies nur sehr selten, dass wir öffentlich zu euch sprechen. Wir haben festgestellt, dass ihr unsere Hilfe gut gebrauchen könntet. Und so möchten wir euch sagen, ihr habt ein wertvolles Geschenk von der göttlichen Liebe bei eurer Erschaffung bekommen. Dies ist die Freiheit. Die Freiheit ist das höchste Gut, was ihr tragt. Oder besser gesagt, eines der höchsten Güter, der höchsten Gaben. Denn mit dieser Freiheit bestimmt ihr euer Leben. Und so möchten wir euch raten, diese Freiheit nicht einfach aufzugeben für eine vielleicht vermeintliche Sicherheit, die euch versprochen wird. Sicherheit findet ihr in euch selbst, indem ihr euch vertraut, euren Taten vertraut. Und diese Taten und Worte kommen aus der Freiheit, der eigenen Entscheidung, der eigenen Kraft. Und so möchten wir euch nahelegen, zu erkennen, dass man die Freiheit nicht einfach verschenken kann und sich in seiner kompletten Verantwortung anderen Menschen übergibt. Dies ist nicht im göttlichen Plan vorgesehen. Die Freiheit zu entscheiden, was gut für dich ist, ist dein eigener Wille, ist deine Kraft und ist dein Werkzeug. Es wird eine Flutwelle kommen, in dem Sinne, dass viele Menschen zu allem Ja sagen und dadurch ihre eigene Freiheit aufgeben. Ja sagen zu einer Illusion der Sicherheit, welche von außen niemals gegeben werden kann. Wenn du verstehst, dass die eigene Sicherheit aus dem Vertrauen heraus aus deinem Herzen kommt und aus deinen Taten, die du in deiner Freiheit selbst bestimmst. Und wenn es soweit ist, dass sehr viele ihre Freiheit aufgeben, dann ist es bei dir, wie du dich entscheidest, ob du dich entscheidest, deine Freiheit zu behalten. Denn dadurch wirst du einen neuen Weg erkennen, den Weg für ein neues Leben, den Weg für eine neue Erde. Dies zu erkennen, liegt in der Möglichkeit eines jeden Menschen, wenn er seine eigene Freiheit behält. Nur dann könnt ihr es erkennen. So wird in dir selbst, sobald du dich entschieden hast, den Weg der Freiheit zu gehen, sich eine Arche der Rettung auftun. Und diese Arche der Rettung, sie wird dich dahin führen, wo die neue Erde beginnt, die du selbst kreierst. Dies zu erkennen, wird es jedem Menschen möglich sein,
welcher sich nicht von der Angst beeinflussen lässt, denn die Angst ist eine Illusion. Eine Illusion, welche in der Dualität entsteht und nur dort besteht. Sobald du selbst für dich erkennst, dass die Freiheit deiner Gedanken dich dorthin führt, wo die neue Erde entsteht, die du mit deiner Arche erreichst, wirst du diesen Weg gehen. Wir sind hier für dich, um dich dabei zu unterstützen. Lasse dich von den Verstrickungen der Dualität nicht einfangen, sondern erkenne, dass dein eigener Wille, deine eigene Freiheit die Geschenke sind, welche du von Gott bekommen hast, welche dir bei deiner Entstehung, bei deiner Erschaffung übergeben wurden. Und so kannst du sie nicht einfach wegwerfen, denn sie sind ein Teil von dir. Sie sind der Weg, der dich dorthin führt, wo du so gerne hin möchtest. Und um diesen Weg zu gehen, brauchst du das Vertrauen, welches dir auch übergeben wurde, das Urvertrauen, welches dich mit der göttlichen Liebe verbindet. Und diese beiden Gaben zusammen, die Freiheit und das Vertrauen, sie bringen dich auf die Arche. Denn die Flut der Ja-Sager, sie wird kommen. Diese Flut, diese große Flut der Ja-Sager, die alles aufgeben aus Angst, aus Angst vielleicht zu sterben, aber das Sterben ist ein Prozess der Wiedergeburt. Es ist vorgesehen, dass die Seele ewig lebt. Und dieses ewige Leben, das trägst du doch in dir. Und so ist es ein Prozess der Erneuerung, der Wiedergeburt, des Lichtes. Und mit deinen Gaben der Freiheit und des Vertrauens wirst du die neue Erde erschaffen und mit allen Menschen zusammen, welche dies erkennen, wirst du die neue Welt erschaffen. Aus den Erfahrungen aus der alten Geschichte sprechen wir zu dir, denn immer wenn Freiheit gegen vermeintliche Sicherheit ausgetauscht wurde, nahm dies keinen guten Ausgang. Und so ist es an dir selbst zu entscheiden, wie dein Weg weitergehen soll. Wir, die Lyrianer, unterstützen dich mit unserem Wissen und unserer Kraft. Wir lieben dich, geliebtes Menschenkind, denn wir sind wie Eltern für dich. Wir lieben dich so, wie Eltern ihre Kinder lieben. Und allein diese Liebe wird dir Kraft geben und das Wissen geben, dass du niemals allein bist. Und völlig egal, was geschieht, wirst du deinen Weg weitergehen, deinen Weg hinein in eine bessere Welt. Und so übertragen wir dir jetzt die Energie der Freiheit und des Vertrauens, um dich zu stärken, um dich aufzubauen für das Beste, für das Schönste, für die Liebe, für die Freiheit. Oh.
Und so ist es geschehen. Voller Freude haben wir für dich gewirkt, voller Liebe und voller Kraft. Und wenn du es wünschst, wenn es dir geholfen hat, unsere Botschaft zu hören, werden wir wiederkommen und dich weiter unterstützen. So ist es. So ziehen wir uns nun wieder zurück. Das Feld schließt sich. Und ich, Nirjana, ich bedanke mich sehr für diese wundervolle Botschaft. Und schließe meinen Kanal. Ich bin noch ganz ergriffen. Noch ganz ergriffen von diesen Worten und von dieser großen Weisheit dieser Wesen. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir bitte hier unten in den Text hinein, wie es für euch war. Und ja, ich sage einfach nur Danke für euer Licht und danke den Lyrianern. Lasst es euch gut gehen. Ich habe euch sehr lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.